Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Nirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grass F. In der letzten Folge haben wir uns der Pepit-Herde hier angenommen im Zungenkäfig und sie zu leckeren, schmackhaften Chicken Nuggets verarbeitet. Und ja, wir machen uns jetzt auf zur Etage Nummer 7. Mal gucken, was ich jetzt da reinballern muss. Okay, das macht die Wahl einfach. Letzter Kreuzritter. Oder hier, das hier. Nee, das ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich das nie benutze. Ich hoffe ja, wir schaffen den Kampf. Weil so viel schon mal gesagt, wenn ich verrecke, dann lade ich noch mal neu, weil ich meine Sachen nicht verlieren möchte. Wäre ein bisschen blöde. Aber das versteht sich ja auch nicht ein bisschen von selber, ne? Ich habe keinen Bock irgendwie noch mal irgendwie sowas hier. Ich habe keinen Bock das zu verlieren, aber ich habe auch keinen Bock es irgendwie neu herzustellen oder so. Mir fällt gerade auf, ich wollte ja noch was machen. Ich wollte ja hier das Langschwert, obwohl ich kann das doch machen. Ich Idiot, ich kann das doch machen. Wo ist die Dingens? Die Turtles Flöte. Unsere ganzen Katas, guckt sie euch an. Guckt sie euch an! Wo ist die Turtles Dingens? Das ist hier. Das dualisieren wir mal. Ich habe mir gerade ein Langschwert geholt in Barona. Und das verbinden wir mal mit dieser Sphäre, die wir bekommen haben. Das war ein ganz normales, nehmen wir jetzt. Dann können wir den Desintegrator erstellen. Hat ein Langschwert an sich schon? Was? Weil mit Verscheinungsschwäche Schaden plus 36. Ein magisches Schwert, das den Naturgesetzen trotz und jegliche Materie auflösen können soll. Was? Können soll, was? Geld hat immer Versteinung anscheinend. Boink. Hey, meine neue Buff wieder. Die wird wahrscheinlich nicht so stark sein. Wo ist die? Was? Hier. What? Ich habe die ganze Zeit die Waffe. Boah. Ich habe die ganze Zeit die Waffe ausgerissen, mit der ich. Mein Gott, das ist gar nicht mal so schlecht. What? Blöde Effekte drauf sind. Okay. Sehr gut. Das war gar nicht mal schlecht, die Waffe. Ich habe die ganze Zeit, die ganzen Boss hier mit der Waffe ausgerüstet, die auf physische Angriffe ausgelegt ist. So ein Dreck. Hätte ich die ganzen Gegner ja noch viel früher erledigen können. Schneller, meine ich natürlich. So, jetzt möchte ich gerne so ein gelb, jawohl. So ein gelbes Teil, jawohl. Oh ja. So. Jawohl. Ein V, also eine 5. So, dann versuchen wir noch mal. Hier, noch diesmal hier direkt. Dann kann ich jetzt herstellen, bitte. Sag mir irgendwas Gutes. Stahlwurfklinge, Elite-Dämonenklinge. Was? Männlich, natürlich. Ach, die haben alle solche blöden Effekte am Anfang an. Mein Gott, ich habe die ganzen Waffen noch nie gehabt. Boink. Eine neue Qualität, sehr schön. Wie hat er überhaupt gekostet hier? Gar nicht viel, ne? So, Melek, dich benutzen zwar irgendwie nie, aber was soll's. Was ist denn das hier so blöd? Okay, die ist eindeutig besser. Boah, was? Hier bedeutet das hier mit überwältigender Angst, bevor sie es gnadenlos tötet. Okay. Ich weiß, was ich offscreen machen werde. Okay, ich glaube, das zieht verdammt viel ab. Bist du denn? Verfluchter Wächter. Ach, du hast mir wahrscheinlich gefehlt, ne? Okay, fällt sich jetzt doch mein. Weil ich doch hier verliere, werde ich wahrscheinlich doch nicht neu laden, weil sonst verliere ich ja meine Waffe. Zwar für Melk, aber naja. Melk benutze ich ja so gut wie nie, aber. Ich
glaube, ich sollte vielleicht offscreen hier doch mal durch die Gegend laufen und versuchen, die ultimativen Waffen zu bekommen. Weil wenn die alle so stark sind, dann ist das gar nicht mal schlecht. Warte mal, ich kenne ich doch. Ich habe da eine Etage davor oder da davor. Ja, da davor. Haben wir schon. Taucht hier schon wieder auf. Was soll der Mist? Hast du ihn gerade geheilt? Wer hat dich gerade geheilt? Du warst dann, ne? Jetzt sehen meine Angriffe auch noch ein bisschen mehr ab. Und meine SK, die sind jetzt auf 25 maximal. Wo ich irgendwie. Ich glaube, das ist. Oh, doch, ja, klar. Das irgendwann so hoch gehen wird. Am besten noch eine neue Waffe für Sharia und Sophie. Dann bin ich bedient. Weil die beiden habe ich jedes Mal dabei. Ja. Sehr gut. Bams. Bams. Oh, ein Finsterturm. Sehr schön. Okay, sehr schön. Meine Güte, wie viele Erfahrungspunkte. Das sind eigentlich nicht viel, aber im Vergleich immer, von wo bin ich gekommen? Von da, ne? Da. Hey. Das heißt aber, hier muss ich jetzt nicht mehr so mich umschauen. Vielleicht wertvoller ist als diese Sphäre, kann ich bestimmt immer bekommen. Das ist vielleicht nur so ein Accessoire oder so. Obwohl eigentlich nicht, ne? Ich habe ja auch mal hier durch die Gegner, durch die Bosse bekommen. Ich versuche dann, ob ich noch, oh geil, vor dem nächsten Part noch mal irgendwie irgendwas schaffe herzustellen, damit wir schon in der nächsten Etage hingehen können. Aber mal gucken. Ich Idiot habe all meine Scherben verkauft. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Hey, ich brauche die doch hier um. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Oh, warum hab ich einen, oh. Bin so bescheuert, ne? So, ich darf nicht vergessen, meine Teufelsblüte vom Kampf zu benutzen. Ich habe zwar nicht so viele Tränke des Lebens verloren, aber egal. Ich bin übrigens immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie vor 3-4 Parts. Oh, ein Eisenkraut. Physische Verteidigung steigt. Okay, ich habe voll, das heißt, ich kann mal eine davon einsetzen. Eisenkraut. Er braucht eine P-Verteidigung. Okay. Erst mit Hubert, der hat die ein bisschen nötig im Nahkampf. Habe ich auch mal eins benutzt, jawohl. Warum benutze ich die eigentlich nie? Weiß nicht, das ist irgendwie so Verschwendung. Ja, das heißt ja Verschwendung, aber ich traue mich nicht, die mal einzusetzen. Egal. So, der Boss. Wo ist er? Nicht hier. Was? Oh. Mit dem Kreis gelaufen. So, guck mal hier irgendwo noch mal ein Gegner. Ich glaube, Espel war direkt vom Level ab. Ja, die Waffe ist gut. Ich glaube, die macht mich doch ein bisschen stärker. Ich kann es fühlen. Ich kann schon fühlen, wie ich stärker geworden bin mit Espel. So muss man hier, finde ich, irgendwie so einen Trick machen, wie erst den super starken optionalen Boss besiegen, damit irgendwie meine Waffen ihre volles Potenzial erfüllen, so wie in anderen Tales of Spielen, was mir richtig auf den Nerven geht. Nur auf Tales of the Abyss und Xillia, wo ich erst den stärksten Gegner erledigen muss, damit ich irgendwann die Dinge zu erledigen kann, die Waffen verbessern kann, damit sie stark sein müssen, wie sie eigentlich sollten. Beim New Game Plus, falls man so was machen kann, wird das auch nicht übertragen. Das heißt, selbst da, ja, ist das ein Mist. Ich bin wahrscheinlich nur der Einzige, der denkt, ne? Nein, okay. So, fragst du mal. Das dauert ein bisschen länger, als es eigentlich sollte. Oh, du bist wegen Arzt anfällig. Ich sag das doch gleich. Aua.
Level hoch, sehr schön. So, wo jetzt hin? Ach da. Ja, der Part wird wahrscheinlich wieder 20 Minuten lang. Mehr oder weniger. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wer jetzt kommt. Bin ich aber nicht sicher. Bin ich nicht auch schon gegangen? Nö. Nö. Lava-Aroma. War. Oh, du. Nein, nicht der. Ich möchte nicht gegen den kämpfen. Der ist richtig nervig. Na, verdammt, ich habe meine Dinger jetzt voll. Leck mich. Why is this happening? I wish you were here with me. What? Nein. Habe ich eine Person zitiert aus einem anderen Spiel. Vielleicht hat es ja irgendjemand erkannt. Ich setze mich erstmal wieder in den Fauler Sack hin. So, komm her. Oh, da wird nicht gut. Aber wenn ich verliere, dann was soll's. What the fuck? That thing's huge. Das ist halt einzigste? Alia blickte auf sehr ab, ehe er mit gütiger Stimme zu sprechen begann. Captain, this is Gentle Eel. Gentle Eel, huh? He sure is big. Hm? What's that now? Alia legte den Kopf nach hinten und begann zu prahlen. Yes. Yes, I see. What now? He says he was born in Lake Grail. Holy cow! Lake Grail eels are among the most expensive fish on the market. Hold on a moment, Mr. Eel. Alia wird von dem lauten Mann erschreckt und starrt die Gruppe stumm an. I have been lucky enough on occasion to dine on Lake Grail eel. The aroma, the texture, the moist succulence that drips down your chin like fishy honey. You, sir, are no Lake Grail eel. I bet you weren't even born in Windor. Not from Windor? Alias Unterlippe beginnt zu zittern, als er schließlich spricht, ist nur ein Flüstern zu hören. Oh, Gentle Eel says that's not true. He says he has a birth certificate and everything. Lies, sir. Damn lies. I can tell by the texture of your fleshy underbelly that you are but a common river eel. Now, prepare to pay for your crimes. Okay, ich bin mir nicht sicher, warum wir kämpfen, aber egal. Warum kommt diese Musik? Er behauptet, aus Grailzeit zu sein, aber er macht einen aalglatten Eindruck. Okay, der ist ja ein spezieller Kampf hier. Was bist du anfällig? Sieht man nicht. Du bist gegen Verbrennung anfällig, sagt er doch gleich. Babs. Ja, der Kampf gegen den ist sehr merkwürdig. Warum kämpfen wir gegen einen riesigen Aal? Warum? Ich verstehe es nicht mehr, warum. Ich dachte, wir sind hier. Warum tut sich dieser Typ hier so einen neuen Idioten aussuchen? Das ist schon ein bisschen peinlich so. Weil ein Aal hier irgendwie so als Krieger erkoren hat, der für einen kämpft. Diesen Käfig hier. Okay, der war auch viel schwerer. Ich glaube, ich war wirklich viel zu unterlevelt, als ich ersten Male hier durchgelaufen bin in meinem Leben, weil irgendwie putze ich ja alles weg. So, komm her. Hätte ich vielleicht mal Malik im Team mitnehmen können, hätte so passt storytechnisch, falls hier irgendwie eine Story vorhanden ist. Lass ihn mal runter, ich will ihn mal treffen. Das ist mal öfter Indignation ein Sharia. Ja, aber der wird auch irgendwann nervig, wenn er ein paar AP verloren hat. Aua. Ja, wir haben den Kampf hier unter Kontrolle, würde ich sagen. Au. Ja, gleich ist mein Ding voll. Machst du dann? Du tötest mich wahrscheinlich, ne? Das heißt, das wäre wieder voll umsonst, aber das möchte ich nicht.
Ah, oh, sehr schön. Komm mal her. Bei mir habe ich das Gefühl, ich kämpfe voll einseitig immer. Weil immer die gleichen kommen, habe ich so das Gefühl. Oh nein, 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 nein. Und meine Mystik Antwort schon wieder nicht aktiviert. Ich krieg die Krise. Vor allem, die ist ein bisschen leicht verändert als im Future Arc. Wie gesagt, der Espel dann so, you're a Nylander. Aber hier, wenn wir im Main Arc diese Attacke einsetzen, welche wir ja noch nicht normalerweise haben sollten, dann sagt er irgendwas anderes. Weil er Lambda ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Im Körper. Spoiler! Falls euch den Future Arc nicht angeguckt habt. Ja. Oh Gott, das hat wehgetan bei Sophie. Ja, und jetzt wird der Kampf merkwürdig. Er ist jetzt einfach in die Luft geflogen. Was zum Teufel? Also gelaufen. Jetzt macht er diesen russischen Tanz. Was? Hörst du auf damit? Au. Ja, dann läuft, er macht wieder Skywalk, ne? Was? Zum Teufel. Warum kommt übrigens diese Musik, ey? Voll merkwürdig. Ja, Pascal kann abwehren. Was war jetzt? Ich auch. Aber Sophie nicht irgendwie. Pascal setzt zum Glück die ganze Zeit Feuerangriff ein. Oh, gegen Nova bist du auch einfach. Ich sag das doch gleich. Auf, Mann. Hey, wer geblieben? Diese Viecher aus Tales of Xilla können das auch übrigens. Ich hab das irgendwie kaputt gelacht, als ich offscreen so einem begegnet bin. Irgendwie, keine Ahnung, der eine Fisch ist irgendwie wie ein Fisch. Das sah voll krank aus. So, komm her. Warte, 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 warte. Was werde ich angegriffen? Was auch damit? Gleich habe ich mein Elf. Schub! Oh nein. Geh weg. Hilfe! Hilfe! Ah! Ich mag doch gar keinen Aal. Dann machst du, wenn ich auch unsichtbar bin? Mehr oder weniger? Gehen wir mal hier, Arzt. Was? Viel niedriger. Kritische Verteidigung, warum steht denn da nicht? Er ist anfällig gegen Arzt. Ist doch nicht. Das verarscht mich, dieser Ali, also. Er ist so nervig, wie er immer in der Luft da läuft. Ja, ich wurde von Aal getötet. Was zum Teufel? Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nein, er soll vielleicht das hier machen. Komm mal her. So, wollte schon sagen. Mecha Aspel. Bams. Ja. Oh, ist gut. Gleich habe ich meinen Elfschub voll. Was sagst du dazu, hä? Mein Gott, das geht mir so auf den Nerven, wie der immer so am Rumhüpfen ist. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Wieso kämpfe ich gegen einen Aal? Ich meine, von wo kommt das her? Er ist Lambda, Zerstörer aller Welten, dann Fodra-Königin und dann Aalherr. Ich meine, das macht Sinn, oder? Lambda, Fodra-Königin, Aalherr. Bin froh, wenn er tot ist. Ich möchte gegen ihn kämpfen, ist merkwürdig. Komm mal her. Bams. Ich mach aus dir. Tofu! Bams. Ah, sehr schön.
barmherzige Samariterin gemeistert. Yay. Alia, dessen Augen von fischigen Tränen überquellen, spricht mit stockender Stimme. His mother told him he was special, and he always just believed it. The truth will always come out in the end. Better to face it than to ruin your entire life. That was impressive, Captain. It was, wasn't it? Mama, wir gegen ein Aal gekämpft. Oh, the paw. Das Duftwasser stinkt fürchterlich. Pass auf, dass deine Tarnung nicht auffliegt. Da muss ich sofort ausrüsten. Wow, schon mal wieder ein Part, der über 20 Minuten ging. Nein. Ja, dann rüste halt mal aus. Mein Gott, Malik kommt ja voll auf seinen Kosten. Von der Story mehr oder weniger. Warum hört er den P-Angriff? Was zum Teufel? Ausrüsten mit dem Hauptmann. Captain, you smell like the inside of a barn. You need a bath. Die Ironie. You don't care for it? It's a wonderful fragrance. And the only one who needs a bath here is you, Pascal. Some perfume wouldn't kill you either. Do you like fragrances, Sharia? Yes, and this one especially. It's kind of sweet, but still quite elegant. I could let you borrow some. If you don't mind, I'll take just a little. Hey, Asbel. Yeah? Now hold still, okay? Hey, don't spray people in the face with cologne. She thinks you need a bath, Asbel. What? But I bathe every single day. Mmm, you smell great. If you're going to use it like that, buy your own. Okay. So. Ah, weiter können wir nicht. Ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen dualisieren und gucken, ob ich was Geiles herstellen kann. Aber bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grass. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.